Ein anderes Beispiel für die benötigte Kraft, die das Auto haben soll, fällt das aber natürlich ohne Reibung. Ja, mit Reibung ist die Berechnung ein bisschen anders. Stimmt's? Nochmal. Mit Reibung ist die Berechnung anders. Und ich möchte jetzt kurz Ihnen bei dem zweiten Beispiel ein bisschen länger als vorher erklären. Sind Sie bereit? Noch einmal, das ist das Auto. Das Auto befindet sich auf einer gleichen Ebene. Dieses Auto hat eine Antriebsmaschine, das ist vielleicht hier. Ja, die Antriebsmaschine. Antrieb. Und dieser Antrieb. Maschinen natürlich wird übertragen, die greifen, locken den Boden nach hinten und dann ist immer eine Gegengrad und das Auto bewegt sich nach vorne. Stimmt's? Also noch einmal. Noch einmal erklären. Jedes Auto und jede Person, wenn wir bewegen, eigentlich, wir müssen eine Kraft ausüben. Ich zum Beispiel. Ich hoffe, das kann man hier in dem Video sehen. Wenn nicht, dann vielleicht muss der dich dann auf den Tisch. Also wir haben zwei Füße. Zwei. Eigentlich, was wir machen, wir drücken den Boden nach hinten. Zum Beispiel, ich drücke den Boden nach hinten und der Boden drückt mit einer Gegenkraft für mich an mich nach vorne. Diese sogenannte Aktion-Reaktion. Wird das Gesetz Nummer 3. Ich erkläre das gleich. Oder das hier. Ich drücke, also jemand im Video vielleicht kann das nicht sehen. Ich drücke mit meiner Beine nach hinten. Sehen Sie das? Ich drücke eigentlich den Boden nach hinten, der Boden drückt mich zurück in entgegengesetzte Richtung, sogenannte Gegenkraft. Ja, oder Reaktionskraft nach vorne. So ist das eigentlich mit dem Auto. Dieses Auto überträgt die Kraft von der Maschine in den Reifen. Die Reifen drückt eigentlich, drückt den Boden nach hinten. Nach hinten. Aber der Boden drückt die Reifen nach vorne. Verstehen Sie? Wenn keine Gegenkraft von dem Boden, das ist was passiert. Die Reifen mit Hilfe der Kraft von der Maschine drückt den Boden, aber der Boden drückt nicht zurück, weil es zu glatt ist. Das ist was passiert. Verstehen Sie? Ja? Glatt. Also ohne Reibung. Also Reibung braucht man auch eigentlich. Aber diese Art von Reibung nennt man, nennt man statische Reibung oder sogenannte Haftreibung. Haftreibung brauchen wir für die Bewegung. Noch einmal. Haftreibung von den Reifen brauchen wir für die Bewegung. Aber es gibt trotzdem eine andere Reibung. Das passiert eigentlich bei maschinellen Teilen und auch im russischen Gummi von den Reifen und dann das Auto. Das nennt man sogenannte kinetische Reibung in ihrer Sprache oder in unserer Sprache. Oder auf Deutsch nennt man das Glattreibung. Ich zeichne das. Wieder. Hier gibt es Glattreibung bei jeder Reibung. F Glattreibung. Reibung. Reibung heißt Frictional Force. Frictional Force heißt auf Wasser. Ja, ja, okay. Okay, wir nehmen an, dass die Glattreibung ist 0. Also ohne Reibung. Nochmal, Glattreibung wollen wir nicht haben, aber Haftreibung natürlich wollen wir. Haftreibung ist vorhanden. Haftreibung vorhanden. Und wichtig und nötig für die Bewegung. Nötig für die Bewegung. Also nochmal, diese Antriebskraft wird übertragen als Rotationskraft der Reifen.
Oder zur Drehkraft. Ich werde das über Drehkraft hinreichen. Drehkraft, Drehung, Rotationskraft, Drehungskraft mit der Reifen. Ja? Und dann die Reifen. Kennen Sie das Wort Reifen? Ja. Reifen heißt Band für die Reifen. Ja. Entschuldigen Sie. Ignatius und Paulin, stört das Sie? Ist das okay? Ja. Tatsächlich, ja, das stört nicht, ja. Reihen für Reifen. Und dann diese wird dann eigentlich als Druckkraft gegen den Boden. Gegen den Boden. Stimmt's? Diese Drehung von den Reifen drückt dann indirekt das den Boden. Der Boden, laut Gesetz Nummer 2, und das wissen wir auch aus Erfahrung, der Boden drückt zurück, das ist die erstmal Aktionkraft. Das ist die Ursachekraft, Aktionkraft, nämlich die Kraft, die von dem Außen zum Wechsel macht, auf den Boden. Und dann der Boden übt eine Gegenkraft. Der Boden übt eine Gegenkraft. Stimmt's? Ja. Ja. Und diese Kraft ist es nicht Aktionkraft, sondern Reaktionkraft. Auf Lateinisch heißt das Reaktion oder Gegenkraft. Oder Gegenkraft. So. Und diese Gegenkraft zurück ist genau jetzt die Antriebskraft vom Boden auf Auto. Das heißt, noch einmal, die Antriebskraft ist zwar von der Maschine, das ist klar, aber diese Maschine überträgt die Kraft zu Reifen. Übertragen heißt transferieren. Noch einmal, übertragen, ich habe vergessen zu sagen, das ist übertragen heißt transferieren. Übertragen heißt transferieren. Noch einmal, die Kraft der Maschine heißt Eintrittskraft der Maschine. Noch einmal, die Kraft, die von Maschine kommt, die Engine Force, ist die Antriebskraft der Maschine. Das ist mir zu kompliziert zu erklären jetzt, aber Sie können sich selbst in Ihrer Engine, in Ihrer Motorhaube anschauen. Dort der Motor ist die Antriebskraft. Rotiert auch mit alle Reifen. Naja, alle ist es nicht. Sorry. Eigentlich es gibt FWD und RWD, kennen Sie das? Front Wheel Drive und Rear Wheel Drive, je nachdem, welche Reifen ist für die Bewegung wichtig, ja? Haben Sie verstanden, was ich meine? Ja? Für LKW sogar All Wheel Drive ist auch möglich. Ja, es gibt Front Wheel Drive, Rear. Das ist so kompliziert, Leute. Das Maschinenbau ist kompliziert. RWD heißt Rear Wheel Drive. Was bedeutet RWD? Das bedeutet, diese Rotationskraft ist nur an den zwei hinteren Reifen. Okay, ja, Rear Wheel Drive. Und das ist normalerweise so. Es gibt mittlerweile schon FWD. FWD bedeutet Front Wheel Drive. Das heißt, der Antrieb ist an den zwei vorderen Reifen. Es gibt Nach- und Vorteile. Aber anyway, lass uns denken bei allen Reihen. Ja, lass uns denken bei allen. Die andere Kraft wird dann übertragen an vorderen und hinteren Reifen. Das stimmt eigentlich nicht, aber bei allen Reifen lang. Lass uns so sagen, ja? Und dann, die Reifen drückt den Boden. Der Boden drückt zurück. Das heißt, eigentlich,
Jedes Auto bewegt sich wegen der Antriebskraft des Motors eigentlich. Korrekt oder nicht korrekt? Korrekt, ja. Eigentlich. Aber indirekt kommt von Maschine. Was sagen wir dann in der Prüfung? Sie sagen immer noch Antriebskraft der Maschine wieder. Weil der Boden ist eigentlich nicht die direkte Ursache der Bewegung, stimmt's? Die direkte Ursache ist die Antriebskraft der Maschine. Alles klar? Gut. Ja, diese Transferieren von Antriebskraft Maschine zur Antriebskraft der Boden habe ich jetzt erklärt. Ja, das ist exakt eigentlich jetzt die Antriebskraft der Maschine. Gut. Schauen Sie sich das Bild an. Ich habe Antriebskraft, ich habe Reibungskraft. Das ist hier ist die Reibungskraft. Das ist die Reibungskraft. Okay? Reibungskraft ist dieser Pfeil rot. Okay, dann lass uns berechnen. Die Summe aller Kräfte, eigentlich die Newtons Gesetz lautet Summe aller Kräfte. Die Summe aller Kräfte ist gleich M mal A. Die Summe aller Kräfte besteht aus zwei Dismal. Antriebskraft in X-Richtung, Antriebskraft in Y-Richtung, Antriebskraft in Z-Richtung und das ist die Antriebskraft. Minus 0 Graph in X-Richtung, 0 Graph in Y-Richtung, 0 Graph in Z-Richtung von Reibung. Sehen Sie in dem Bild noch einmal. Ich habe Antriebskraft nach vorne. Wo ist das? Ich habe die Antriebskraft nach vorne, das hat Fx, Fy, Fz. Der Antriebskraft ist positiv. Fx, Fy, Fz. Das wollen wir berechnen. Und die Reibungskraft ist 0, ist 0. Annahme. Die böse, sag ich mal, die böse Reibungskraft ist diese sogenannte Gradreibung. Die gute Reibungskraft ist die Haftreibung an den Reifen. Okay, doch? Okay. 0, 0, 0 ist gleich Masse, 2000 Kilogramm, mal die A. Was ist denn die A? Haben Sie gerechnet? 5 minus. 5 minus. 7,87. Ja, Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. 5 minus 20. Stimmt's? Ja, 5 minus 20. Und dann 0 minus 0. 0 minus 0. Stimmt's? Und das ist nochmal geteilt durch. Wie viele Stunden braucht man das? 1,5. Ganz hoch. Wo ist das denn? Hier. 2 Stunden. Okay, ja? 2 Stunden. 2 Stunden. Und das ist hier noch Kilometer pro Stunde. Erstmal so. Ganz langsam, ja? Ich weiß, dass Sie schneller wollen, aber ich will jetzt nicht. Fx, Fy, Fz, also von der Antrieb, ist gleich. 2000 geteilt durch 2, 1000 Kilogramm und dann hier minus 15, 0, 0 Kilometer pro Stunde Quadrat. Erstmal so. Und das kann ich leider noch nicht in Newton umfassen oder auffassen. Stimmt's? Your job, Ihre Aufgabe jetzt, bitte umrechnen in Meter pro Sekunde Quadrat. Zunächst diese Beschleunigung. Oder lieber gesagt, diese sogenannte Verzögerung. Ja, Verzögerung. Und dann mal Kilogramm und dann Newton. Ich will eigentlich etwas erklären über etwas, aber ich halte das erstmal zurück. Danke. Das heißt, was haben wir jetzt?
Ist das wahr? Ist das wahr, Dada Gary? Warum ist die Zeit 2 Stunden? Warum 2 Stunden? Ja, weil die Geschichte am Anfang habe ich gesagt, von Zustand 1 zu Zustand 2 dauert 2 Stunden. Von Zustand 1 bis Zustand 2? Das dauert 1,5 Stunden? Oder? Nein. Also von Phase 1 zu Phase 2 1,5 Stunden. Und von Phase 2 zu Phase 3 habe ich definiert 2 Stunden. Oh. Ja, 2 Stunden. Aber danke für die Frage, das stimmt. Man muss dann jemals mal an die Geschichte denken. So. Ist das wahr? Brother, wie viel ist das? Sagen Sie das Ergebnis. Helfen Sie mir. Rechnen, leider, leider. Oder nada? 1,15. 7. 7, okay. Bestätigt von den anderen? Bestätigt, Eric? Mein Verfahren ist ein bisschen nicht klar. Aber am Ende ist meine Antwort 1,157 Euro. Ja, das ist gleich. Okay, das ist jetzt die Kraft. Fx, Fy, Fz. Wenn ich jetzt den Betrag berechne, wie groß ist der Betrag? Wurzel von Fx² plus Fy² plus Fz², und das ist gleich 1,157 und ein Minus. Stimmt's? Und das ist Betrag. Betrag, absolut Betrag bedeutet ohne Minus, ohne Betrag. Ohne Betrag, dieses Minus nur zeigen, dass die Kraft ist jetzt entgegengesetzt. Entgegengesetzt zur Bewegung. Minuskraft bedeutet, ich bewege mich nach vorne, aber die Kraft ist entgegengesetzt. Ich schreibe an der Tafel, new words, neue Vokabular, versuche ich an der Tafel zu schreiben. Negative Kraft hier bedeutet, eine entgegengesetzte Kraft. Negative Kraft, die hier zu sehen ist, bedeutet einfach, das ist nicht in x-positive Richtung, sondern in x-negative Richtung. Okay? Haben Sie Fragen? Yes, sir. Also, was bedeutet das jetzt, dass die Antriebskraft negativ ist? Hm, das ist merkwürdig, weil Antriebskraft ist normalerweise nicht negativ, sondern Antriebskraft ist normalerweise positiv. Ja, das ist eine schlechte Geschichte, eigentlich sollte ich das als Reibungskraft betrachten. Ja, die Antriebskraft wird dann erstmal eigentlich ausgeschaltet, was in der Realität wollen wir. Die Realität looks different. Nicht die Antriebskraft verursacht eigentlich diese Verzögerung. Normalerweise machen wir sie 0, dann Kopplung 0. Oder in Medic Kopplung 3. Ja, ist das noch klar? Ja. Weiter, ja. Ich fahre niemals Medic. Ich fahre nur einmal oder 3 Monate Medic. Kopplung 0. Stimmt's?
Angriffskraft nicht mehr da. Aber wegen der Trägheit, Inertia, vielleicht kennen Sie das Wort, Kolumnamenmassa, das Auto bewegt sich noch. Oder es gibt Reibungskraft. Okay? Die Reibungskraft ist genau die Kraft, die zur Bewegungsrichtung entgegengesetzt hat. Also, die Realität ist nicht wie dieses Beispiel. Das ist ein schlechtes Beispiel. Denn eigentlich Beschleunigung, zwar durch Antriebskraft der Maschine, Verzögerung ist normalerweise nicht durch Antriebskraft der Maschine, sondern durch Reibungskraft oder Widerstandskraft. Fahrwiderstandskraft. Haben Sie schon alle Bücher gelesen von uns? Haben Sie schon alle Bücher von Physik gelesen? Wo haben Sie gelernt? Alleine? Hier. Oh, das ist gut. Das ist gut. Ich dachte, Sie haben schon mal die Bücher gelesen, alleine, aber Sie haben sich vielleicht von anderen Quellen gelesen, nicht von diesem Buch hier. Genau. Also, was er dann gesagt hat, Widerstandskraft, auch da richtig. Mechanik 2, Kapitel 1. Haben Sie das Wort Fahrwiderstandskraft oder einfach Widerstandskraft? Und genau das ist eigentlich dieses hier. 1,17 in negativer Richtung ist genau Widerstandskraft. Eine Kraft, die entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung und ist gültig als Widerstand. Das Auto wird deshalb gebremst. Man nennt manchmal auch diese hier als Bremskraft. Warum Bremskraft? Denn das ist zum Bremsen. Stimmt's? Bremskraft. Eine Kraft zum Bremsen. Gut, nach diesem Beispiel wollen wir weitermachen mit dem Text. Sind Sie alle bereit? Wollen wir Mechanik 1 weitermachen? Haben Sie Fragen? Brenner, Sie wollen etwas fragen? Oder ist es geklärt? Okay. Sorry, Brenner. Ja. Von welcher Stelle ist es von hier? Ein bisschen weiter. Ist das so? Ja. Okay, machen Sie, schreiben Sie, wenn Sie noch nicht fertig sind. Bevor wir zur Mechanik 1 zum Textbuch wieder gehen. Ist die Rechnung kompliziert? Wer sagt, die Rechnung ist so kompliziert? Na dann? Alles okay? Okay? Keine Fehler zu schwierig? Langweilig? Langweilig. Ein bisschen langweilig. Ja, ich auch eigentlich. Ich fühle mich auch langweilig hier. Jedes Mal, wenn ich gerade die Anfangsphase der Physik unterrichtet habe, ja, das ist mir langweilig. Aber langsam in Mechanik 2, Elektrik 2, das ist dann wohl sehr, sehr interessant. Mechanik 1 mit Elektrik 1 langweilig. Auch für mich langweilig. Gut, machen wir erstmal weiter. Mr. Chu hat für uns vorgelesen, dafür im Buch, und jetzt will ich jemand anderen lesen. Und zwar, Mr. Breyer, wollen Sie für uns weiter vorlesen? Dann? Geschwindigkeitsänderung, Formänderung. Hier nicht nur der Betrag vielleicht sich ändert, sondern auch die Richtung sich ändert. Stimmt's in dem Bild? Korrekt? Deshalb hat sich hier natürlich eine Geschwindigkeit zu sehen. Die Kraft F, wo waren wir letztes Mal? Bei der Schuhe. Ich glaube, hier ist der Schuh, oder? Grafische Darstellung, Delta. Okay? Grafische Darstellung, Delta. While die Kraft eine vektorielle Größe ist, kann man sie grafisch als Pfeil darstellen. Stopp. Markieren Sie, unterstreichen Sie das Wort Darstellen. Darstellen.
darstellen. Ich hoffe, Sie haben es schon mal. Weiter, durch die Wirkungslinie ist die Richtung der Kraft bestimmt. Durch den Fall ihrer Kraft und der Richtung sind. Auch den Satz alles markieren. Ich erkläre gleich, was ist gemeint mit Wirkungslinie? Was ist gemeint mit Wirkungslinie? Also Wirkungslinie. Erstmal, ich schreibe das Vokabular. Wirkungslinie. Wirkungslinie der Kraft bedeutet, die Wirkungslinie der Kraft ist the line axis of a force. Das ist genau die Gerade, die Linie oder die Gerade. Vielleicht die Gerade ist auch ein schönes Wort für sich zu lernen. Die Gerade, entlang der die Kraft jetzt gerade wirkt. Entlang der the force is in action. Wirkt bedeutet in Aktion. Ja, in Aktion sein. Wird ist Präsenz. Präteritum wirkt. Partizip 2 ist gewirkt oder hat gewirkt? Hat gewirkt. Und wieder nicht ist gewirkt. Können Sie den Unterschied? Matrix? Was ist der Unterschied? Hat plus Partizip 2 und ist plus Partizip 2. Normalerweise in der Regel. Perfekt. Oder Matthew. Was ist der Unterschied zwischen hat gewirkt und ist gegangen? Was ist der Unterschied zwischen hat gewirkt? Alle Verben, die mit hat und alle Verben mit ist. Was ist normalerweise der Unterschied, Mr. Ignatius? Was ist normalerweise der Unterschied zwischen haben plus Partizip 2 und sein plus Partizip 2? Nada, was ist der Unterschied normalerweise? Oder kennen Sie Ignatius? Normalerweise, natürlich, es gibt eine Ausnahme, es gibt Unregelmäßigkeiten, aber normalerweise, was ist dann der Unterschied zwischen hat und ist? Sebastian? Ja, hat ist? Hat ein Akkusativ, normalerweise. Ein was? Es gibt einen Punkt. Ein Objekt, genau, transitives Verb, richtig. Ja, oder Objekt und Rita. Es gibt ein Objekt, darauf man dann etwas machen würde. Genau, haben Sie recht, transitives Verb. Und bei ist normalerweise in transitives Verb. Und dann normalerweise auch noch, es gibt irgendwie die Richtung. Bewegung und Richtung. Zum Beispiel ist gelaufen, Sie laufen bestimmt. Ja. Ist gegangen, ist gelaufen. Jemand noch? Ist gerannt. Ja. Es gibt natürlich auch beides. Hat und ist. Ich bin gefahren. Aber ich habe Mr. Christian nach Hause gefahren. Denn ich habe Objekt.
Weil es möglich, Fahren ist mit Hab und mit Ist, also mit Sein und mit Haben. Mit Haben, ich habe ihn nach Hause gefahren. I drive him to home. Ich bin gefahren. I'm driving. I have been driving. Alles klar? Na, beim nächsten Vokabeltest, wenn ich sowas frage, ausüben, üben aus, bei der Rede müssen Sie merken, oder hat ausgeübt, wirkte, hat gewirkt und nicht ist gewirkt. Korrekt? Darstellen. Colin stellt das Bild dar. Okay? Er hat dieses Bild dargestellt. Hat und nicht ist. Haben Sie verstanden? Yeah. Okay, Wirkungslinie der Klar. Und jetzt Bilder bitte, Herr Tom. Bilder sagt mehr als 1000 Wörter, stimmt's? Erik, ja? Bilder sagt mehr als 1000 Wörter, stimmt's? Stimmt oder stimmt nicht? Na dann, stimmt das? Aktion und Bilder oder Daten sagen mehr als Wörter. Korrekt, ja? Angriffspunkt Nummer 1. Das ist der Anfangspunkt eines Faktors. Okay? Anfangspunkt eines Faktors. Aber hören Sie nicht. Alle anderen Faktor nennen Sie bitte schön nicht als Anfangspunkt, sondern einfach Anfangspunkt. Ja? Oder Fußpunkt mindestens. Ich nenne für alle anderen Faktoren nicht Kraft. Für Kraft, das ist in Ordnung. Dieser Anfangspunkt oder dieser Fußpunkt dürfen Sie gerne als Angriffspunkt nennen. Aber für alle anderen Vektoren, ich nenne diesen Anfangspunkt nicht gerne als Angriffspunkt, sondern einfach Anfangspunkt oder Fußpunkt. Wollen Sie denn hier schreiben? Vektor. Darstellung von Vektor. Ich habe allgemeine Vektor, diese allgemeine Vektor nenne ich zum Beispiel V. V steht für vektorielle Geschwindigkeit. Auf Bahasa heißt Gradual, nicht Geschwindigkeit.